In diesem Video möchte ich euch einen der lächerlichsten Bugs in The Sims 4 vorstellen, der wahrscheinlich vielen von euch bereits aufgefallen sein sollte. Mit dem letzten großen The Sims 4 Update wurden viele verschiedene Features ins Spiel gebracht, unter anderem auch der neue Lieferservice Zack auf den Tisch. Nachdem wir uns im Spiel bereits Pizza liefern lassen konnten, stehen mit diesem neuen Lieferservice viele verschiedene Gerichte zur Auswahl. Eigentlich eine coole Ergänzung, doch dieser funktioniert leider nicht ganz wie er soll. Nachdem ich mein Update-Video hochgeladen habe, konnte ich schon in den Kommentaren von einigen Spielern lesen, dass der Lieferservice bei ihnen das Essen nicht ordnungsgemäß abliefert. Aber auch als ich diesen selber ausprobiert habe, blieb meinem Sim die frischen Grillkäse-Sandwiches, die er bestellt hatte, verwehrt. Wenn man genau hinschaut, bricht die Interaktion immer genau dann ab, wenn eigentlich die Übergabe des Essens stattfinden soll. Nach einer kurzen Google-Recherche bin ich dann auf den Grund des Problems gestoßen. So wie es aussieht, wurde dieses Feature im Rahmen der Landhausleben-Erweiterung entwickelt. Erst später haben sich die Entwickler dann dazu entschieden, dieses Feature für alle Spieler in Form eines Gratis-Updates bereitzustellen. Dabei wurde allerdings vergessen, die Animation fürs Übergeben der Bestellungen in das Basisspiel-Update hineinzupacken. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr die Erweiterung installiert habt, funktioniert dieses Feature ganz normal, da die Animation ja hier enthalten ist. So war es ebenfalls auch bei mir im Spiel, als ich die Erweiterung dann installiert habe. Auch andere Packs und Pack-Kombinationen zu installieren brachte nichts. Ohne die Landhausleben-Erweiterung funktioniert dieses Feature einfach nicht. Nebenbei haben die Entwickler übrigens auch den Pizza-Lieferservice mit dem neuen Update kaputt gemacht, welcher nach der Auslieferung nicht mehr verschwindet. Warum aber ist dieses Problem für mich eines der lächerlichsten Bugs in The Sims 4? Ganz klar, The Sims 4 ist nicht gerade bugfrei und manche Fehler im Spiel lassen sich auch nicht ganz so einfach entdecken. Bei den Sims ist die Bugquote meistens auch etwas höher als bei beispielsweise einem Mario-Spiel, da man viele verschiedene Packs und einzelne Spielfunktionen hat, die in einer wilden Kombination zu Fehlern führen können, für die man auch sehr viel Zeit in das Testen investieren muss. Wenn beispielsweise ein Gesamtoutfit aus dem 256. Accessoire-Pack bei einem schwangeren Sim Probleme macht, ist das ein so spezifischer Fehler, dass dieser vermutlich nur nach einer extrem langen Testzeit wirklich auffällt. Der angesprochene Fehler mit dem Lieferservice ist aber alles andere als schwierig zu erkennen. So wie es aussieht, haben die Entwickler nämlich kein einziges Mal das Spiel ohne die Erweiterung gestartet, um zu prüfen, ob der Lieferservice im Basisspiel auch ordnungsgemäß funktioniert. Das ist doch eine Sache, die man beim Ausliefern eines Basisspiel-Updates unbedingt vorher tun sollte. Hoffentlich achten die Entwickler bei den nächsten Updates ein wenig darauf, dass solche Features ohne Probleme funktionieren und nicht an Fehlern scheitern, die man eigentlich sofort beim Testen bemerken sollte. Übrigens gibt es auch eine Mod, die dieses Problem behebt. Diese findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr aktuell ein Pack oder Spiel nach Wahl gewinnen. Sucht euch hier einfach eines aus und mit ein wenig Glück gehört dieses bald euch. Aber auch auf das Landhausleben Erweiterungspack könnt ihr hier ordentlich sparen. Dieses bekommt ihr für nur 33,31 Euro. Habt ihr euch ebenfalls darüber gewundert, warum der Lieferservice euren Sims das Essen nicht überreichen möchte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.